Japan, das Land der aufgehenden Sonne, bekannt für seine atemberaubende Kultur, geprägt von atemberaubenden Sehenswürdigkeiten, wie der Shibuya-Kreuzung, guten Essen wie dem traditionellen Ramen oder Akihabara, der zentrale Punkt für alle Videospiel- und Zeichentrickfreunde. Diese sind in der Heimat der Manga, das sind japanische Comics, die von hinten nach vorne und von rechts nach links gelesen werden. Der Ausdruck Manga setzt sich aus den Wörtern Man, spontan, witzig und Ga für Bild zusammen. Die Bezeichnung Manga geht auf den Zeichenlehrer und bekannten Künstler Katsushika Hokusai zurück. Er nannte seine ab 1814 veröffentlichten Skizzenbücher, in denen er das Leben in der Edo-Periode festhielt, Hokusais Manga. Nach Hokusais Tod geriet die Bezeichnung erst einmal wieder in Vergessenheit. Durch den künstlerischen und zeichnerischen Anspruch enthielten schon diese ersten Mangas mehr Bild als Text. 1947 erschien das erste reine Comic-Magazin Shonen, das schnell viele Nachahmer fand. Spätestens Ende der 1960er Jahre wurde der Manga, wie wir ihn in der heutigen Form kennen, zu einem immer mehr bedeutenden Massenmedium. Manga gibt es für jung bis alt. Jedes erdenkliche Thema wird behandelt, doch grundlegend kann in folgende vier Abschnitte gegliedert werden. Shonen, Manga für Jungs. Shoujo, Manga für Mädchen. Seinen, Manga für männliche Erwachsene. Und Yosei, Manga für weibliche Erwachsene. Auf bekannte und in der Geschichte der Manga prägende Autoren und Zeichner, auch Mangaka genannt, werde ich in separaten Videos eingehen. Die Gesamtauflage aller Manga in Japan lag im Jahr 2004 bei 1,38 Milliarden Exemplaren. Der erste Manga, der in Deutschland erschien, war 1982 Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Der Absatz war bescheiden. Kolorierte Ausgaben der Cyberpunk-Saga Akira wurden Anfang der 1990er Jahre schließlich zum Erfolg. Mangakas orientierten sich am europäischen Comic. So bezogen sich die Themen nicht mehr so sehr auf den japanischen Alltag und wurden dadurch für Europäer verständlicher. Absoluter Bestseller wurde 1997 Dragon Ball, einer der ersten Comics, die auch in Europa gemäß der japanischen Leseart von hinten nach vorne und von rechts nach links gedruckt wurden. Der große Manga-Boom begann mit den Anime-Reihen und anderen Medienproduktionen und Merchandising zu Serien wie Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Und Sailor Moon. Kaufkräftigste Gruppe sind nach wie vor Kinder und Jugendliche. Manga-Magazine wie das Ende 2001 erschienene Banzai und Daisuke erfreuten sich großer Beliebtheit, wurden aber schlussendlich Jahre später eingestellt. Mittlerweile finden auch niveauvolle Mangas mit spezifischen japanischen Motiven wie historischen Ebenen und sozialkritischen Themen zur japanischen Kultur ihren Weg nach Europa. In Deutschland gibt es aktuell einige Verlage, die sich auf Manga spezialisiert haben. Dazu zählen Tokyo Pop, Kaizen Manga, Egmont Manga und Anime, Panini Manga, Kase Manga sowie Schreiber und Leser mit Ab und zu Manga-Titeln im Programm. Falls ihr weitere Fragen oder Videowünsche habt, gerne ab damit in die Kommentare. Mit Feedback sowie Likes und einem Abo, um die künftigen Folgen nicht zu verpassen, unterstützt ihr dieses Projekt. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.